machen Sie Geschäft Nummer 59. Detmol vertal wie noch war der Meier von der Old Colonia an Nuevo Ideal, Durango, Mexiko. Letztes Mal hat wie noch Jirol davon vertalt, dass der deutsche Botschafter der Old Colonische Oms, Johann Peiwal, Cornelius Schmidt und Abraham Dick dort deutlich gemerkt haben, dass alle Eien, wo ihre Oms in Mexiko geschlossen haben, in diesem Land nicht aus Jaltje Eien talten, und dort alle Kinder, wo durch so eine Wille Eien geboren wären, in Mexiko aus aneierlich geborene Kinder talten. Und dort die Old Colonische Oms dort 1936 an all ihre Kirchen bekannt gegeben haben, dort all die Eierlied, wo all in Mexiko von einem Om topgetrüht worden wären, in ihre Trühhandlung nicht in einem Registro Civil vor sich gemerkt haben, dass die dort nun alle auch in dem Registro Civil vor sich merken lassen sollen. Um die Mennoniten auch damit helfen zu können, dass sie dort auch in die Registro Civil Büros in Ordnung bringen können, dass die Lied ihre aneierlich geborene Kinder legitimieren können, haben die deutsche Botschafter sich auch all von mexikanischen Beamten darüber informieren lassen, wo so eine Kinder können legitimiert worden, wann so eine Lied ihre Trühhandlung wohl endlich in einem Registro Civil vor sich merken lassen würden. Und die deutsche Botschafter erklärten den mennonitischen Oms Johann Peiwal, Abraham Dick, Cornelius Schmidt und Vorsteher Gerhard J. Rempel auch kreigt, wo dit alle in Ordnung gemerkt worden kann. Aus diese Oms und die Vorsteher dort dies alle erklärt haben, wo dort mit den Wille Eien und mit den aneierlich geborenen Kinder in Registro Zivilbüros alle Kontrakte gemerkt worden, dann endlich sahen die Mennoniten ihre geistliche Leiter dort an, dass sie diese Sache so lang im Stich gestanden haben. Und dort hat alle wird mit dem Trach gemerkt worden. Sie sehen die Lied nicht direkt, dass sie schuld daran wären, dass die meisten in Mexiko geschlossenen Eien nicht alte Eien wären, aber sie merken im Sommer 1936 in jeder Kirche bekannt, dass jeder paar Lied, wenn sich all in Mexiko befreit hat, in ihrer Trühhandlung nicht auch noch in einem mexikanischen Registro Civil hat vor sich merken lassen, der soll dort nun so schwind als möglich dönen. Dit ist die Ursache, wo wir in dort in Mexiko mank unser Lied so viel Trüschins jaft, wo Ben dort sagt, dort ihr Lied 1936 oder 1937 getrüht worden sind. Mexikaner seinen so eine Eien wirklich aus Welle Eien an. Ich fuhr mal selbst, als ich in Chihuahua wir, nur dem Rancho Coyachi kann, um dort für einen jungen Mann seine Großeltern ihren Trüschin rückzunehmen. Das Mann hat mir einen aufgenommenen Trüschin gegeben, eine Fotokopie, aber die wir nicht brücken, um für ihn in Kanada einzuregen für sein kanadisches Bürgerrecht, Canadian Citizenship. Und ich habe also ein bisschen mein Bedenken darüber, dass das Trüschin nicht ein abrechter Trüschin sein wird, dass das ein sogenanntes gekauftes Dokument sein wird. Dabei will ich mal selbst sein, was ich in dem Registro Civil Büro in Coyachic finden würde. In dem Rancho Coyachic funke ich dort noch so, dass der Präsident selbst auch der Registro Civil Offizier wäre, und der sieht mich vor. Wenn diese Lied ihre Trühhandlung hier mal wirklich vor dich gemerkt worden ist, dann kann ich die leicht und schwind einen Original-Trüschin merken. Aber die Kopie von dem Trüschin, den ich mit habe, seht, dort die Trühhandlung an dem Bürg Nummer 37 angedrückt worden wäre, und dort ob der so und so vielste sieht. Aber der Präsident funk kein Nummer 37 Bürg. Und dann seht sie, ich war mal an dem Bürg sehen, wo die 1937 geholene Trühhandlungen alle angeschrieben worden sind. Aber an diesem Bürg wären nicht so eine höhere Siedennummer, als ob die Fotokopie von dem Trüschin angegeben wären. Und dann sehe der Präsident, nu weiten du und ich beide, dass das Trüschin, von wonem du eine Kopie mit hast, ein abgemerkter Trüschin ist. Dort hat ein gekauftes Dokument ist. Und dort diese Trühhandlung in diesem Registro Civil gar nicht vor dich gemerkt worden ist. Und dann checkt die Frau mich noch einmal an und sieht, woran befrieren so eine Lied sich nicht mal? Und es steht dort, sie sich bloß immer einen Trüschin schäpen. Dann das ist, wo die Mexikaner dort seien.
Und dort erst, wo das mexikanische Gesetz dort sitzt. Die mennonitische Lied, wo nur bloß an ihre Zeugenschaft gehört haben, in ihre Trühhandlung nicht in einem Register zivil vor sich gemerkt haben, die leben in Wille ein, in Common Law ein. Diese eine Sache allein, dass die deutsche Botschafter in Mexico City die oldkolonische Alterstasch haben konnte, durch Johann Peiwall, Abraham Dick und Cornelius Schmidt überzeugen, dass in Mexiko keine andere Trühhandlung die Ehe gültig merkt, als die, wo sie in einem Registro Zivil gemerkt worden ist. Dort ist das wert, wenn ich dazu nennen darf, dass die Mennoniten ihre Vertreter und die deutsche Botschafter so lange in Mexico City top gearbeitet haben. Dann dadurch ist dort endlich mal so weit gekommen, dass die Mennoniten, nachdem sie all meist 500 Paar Lied hatten, den ihre Augen gesetzlich nicht vor dich gemerkt wären, die endlich mal vor dich mögen. Und dort die Oms wiederhand darauf hinweisen, dort jungbefriede Lied ihre Augen auch an einem Registro Zivilbüro kurz am Anfang vor dich merken sollen. Johann Peiwall schrift Isaac M. Dick einen sehr langen Brief. Johann Peiwall in Durango haft 16. Februar 1936 und ältester Isaac M. Dick auf der Manitoba-Kolonie in Chihuahua einen sehr langen Brief geschrieben. In diesem Brief waren mir mehrere Dinge oder Sachen klarer, von denen ich all in anderen Schriften Andeutungen gefunden habe, aber nicht klar genug, davon zu vertalen. Ein von diesen Dingen oder Sachen ist das. Johann Peiwall und Abraham Dick haben im Herbst 1934 bei ihrem Arbeiten an der Lázaro Cárdenas Regierung in Mexico City während der Mennoniten ihre verlorene Schulfreiheiten nicht immer sehr gut gestimmt. Johann Peiwall sagt, Abraham Dick haft die Lázaro Cárdenas Regierung in Mexico City durch die Corta Suprema, durch die Supreme Court, dwingen wollt, dass sie die Obregon-Regierung ihr Versprechen holen muss und den Mennoniten ihre Schulfreiheiten weiter zurückgeben. Aber hei, Johann Peiwall, ist ganz jeden Sohn gerechtlich gedwungen gewesen. Eine andere Sache, woran diese beiden Oms nicht stemmten bei ihrem schweren Toparbeiten in Mexico City, wie diese. Abraham Dick hat sein Vertrauen an dem Daniel Salas Lopez zumeist verloren. Und er wird dort in der Hauptstadt all mit einem gewissen Herrn Mayer bekannt geworden und wünscht lieber arm aus ihren Helper zu brücken aus Daniel Salas Lopez. Johann Peiwall aber sagt von dem Herrn Mayer, dass das Mann auch sehr ewig beschäftigt gewesen ist und auch viel zu wenig Zeit gehabt hat für ihn. Und wieder sagt er, dass das Mann auch keinen guten Eindruck gemerkt hat auf ihn. Und von Daniel Salas Lopez sagt Johann Peiwall, dort bin ich weniger beschäftigt gewesen als aus Herr Mayer. Und dort der Verein auch gar nicht genug Zeit gehabt hat. Aber Wall sagt, da wir kein Mensch in ganz Mexiko, wo nur die Verhältnisse zwischen den Mennoniten und der mexikanischen Regierung so gut kennt, als Daniel Salas Lopez. Und sagt Wall wieder, Salas Lopez ist ganz fast davon überzeugt gewesen, dass die Lázaro Cárdenas Regierung kann und wird die Mennoniten noch ihre Bad gewähren, wenn denen ihre geschickte Delegation mit Armtop anholend blieben wird. Die geschickte Delegation kann ihre Uneinigkeiten in Mexico City aber noch weiter überkommen und dann weiter so wieder arbeiten, als sie bei dort gearbeitet haben. Wir haben uns allmal davon vertellt, dass Johann Peiwall einer von den oldkolonischen Oms war, wo er in Mexico City im Herbst 1934 das Dokument unterschrieben hatten,
wohnt sie mit Hugo Natus, dem deutschen Botschafter, taub dort zurückgemerkt oder ausgeschrieben worden, dort die Mennoniten in Mexiko sich dadurch wollen dem Deutschtum anschließen, um dann aus deutschen Bürger alle deutsche Passer merken zu können, wann dort veranweichlich zu einer Auswanderung aus Mexiko kommen soll. Und nun, vielleicht will sie dort all wisst, dort die oldkolonische Ältestasche das Dokument gar nicht unterschrieben und annehmen wollen, oder vielleicht auch mal will sie dort sehr bedürft, ob die dort wirklich annehmen und unterschrieben wurden. Sagt Johann Peiwal in seinem Brief an Isaac am Dick so. Ich habe in Mexico City all bei der britischen Embajada Beamte angefragt, ob oder wo wie Mexiko Mennoniten würden kennen unsere kanadische Bürgerrechte weiter in Ordnung bringen. Denn wie Mennoniten haben in Mexiko, dadurch, dass wir all so lang von Kanada weg sind, durch uns weltweit Bürgerreich verloren. Auch die, die in Kanada geboren sind, haben dort verloren. In der britischen Konsul in Mexico City und auch uns Freund Hugo Natus von der deutschen Botschaft in der Hauptstadt haben uns auf die Gefahr von Staatenlosigkeit aufmerksam gemerkt oder hingewiesen. Dann erstens, wenn wir sollen gedwungen worden von Mexiko auszuwandern, dann würden wir müssen abwiesen können und wohnen im Land wie Bürger sind. Und dort kennen wir nicht, denn wir sind hier ein staatenloses Volk geworden. Und zweitens, sagt Jawohl, wenn unsere mexikanische Regierung dort wisst, dass wir ein ganz staatenloses Volk geworden sind, wo nur keine andere Regierung fragt oder sieht, dann soll uns dort nicht befremden, wenn wir hier mit einmal sehr stiefmütterlich wurden behandelt worden. Wo jähn aber, wenn wir alle Bürger in einem gewissen Land wären, so als wir dort in Kanada alle wären, und die Regierung von diesem Land hier in Mexiko dann ihre Vertreter hat, dann würden die mexikanischen Regierungsbeamte dort weiten, dass sie dort nicht mehr mit uns schwachen Mennoniten zu tun haben, aber dass die Regierung von dem Land, wo wir Bürger sind, auch um uns besorgt sein wird. Dort allein wird all genug sein, allerhand Unheimlichkeiten von uns wachholen zu können, ohne dass diese Regierung sich irgendwo einmischen braucht. Wenn Johann Peiwal in seinem Brief sagt, dass die Mennoniten ein staatenloses Volk geworden sind in Mexiko, dann ist er daran wohl recht. Aber wenn er sagt, dass in Mexiko auch die Mennoniten, wo sie in Kanada geboren sind, ihr British Subject Canadian Recht verloren haben, dort stimmt wohl nicht ganz. Denn in Kanada geborene Mennoniten, wo sie in Mexiko wohnten, haben immer ihre kanadische Passe abrecht holen gekonnt. Aber die von den Mennoniten, ihre Kinder, wo sie in Mexiko vor den 1. Januar 1927 geboren wären, die hatten kein Mal dort Recht, British Subject Canadians zu werden, weil sie nicht in einem Land geboren wären, wo zu dem damaligen britischen Reich gehört. Und bei dem 1. Januar 1947 gäbe dort nicht so ein Ding aus ein Canadian Citizen sein. Man kann aber dann bloß British Subject Canadian werden oder sein. Von dieser Sache vertellen wir vielleicht Lothar noch mal mehr. Von nun wollen wir bloß noch sagen, dort von Johann Peiwal seinem Versägen 1935, durch die britische Vertreter in Mexico City die Mennoniten ihre Bürgerrechte in Kanada für alle Mennoniten in Mexiko weiter in Ordnung zu bringen, ist damals nichts von geworden. Aber Johann Peiwal sein aufmerksam merken auf die Gefahr von Staatenlosigkeit hat doch so viel gedonnen, dass viele oldkolonische Familienvaters über diese Sache so viel abgeweicht wären, dass sie nur her versuchten, für ihre in Mexiko geborene Kinder dort British Subject Bürgerrecht in Kanada in Ordnung zu bringen. Auch meine frühen Eck mögen dort 1950 verantwortlich.
Aber viele andere Familien vor das, und besonders die meisten von der ölkolonischen Oms in Mexiko, wären sogar durchjährigen. Denn sie wollen gar nicht haben, dass ihre Gemeindeglieder sollen Träg nach Kanada tragen können. Bald nur dem, dass um Johann Peuval seine Besorgnis über die Mennoniten ihre Staatenlosigkeit, obwohl die britische und auch die deutsche Botschafter arm und die anderen Delegaten in Mexiko aufmerksam gemerkt haben, ob man die Kolonisten bekannt geworden wäre, wären ab der Swift-Current und ab der Manitoba-Kolonie in Chihuahua und auch ab der Durango-Kolonie Sonomana, da ich wohne, da eben besäude Familie vor das verehrte Kinder oder auch die in Mexiko geborene Personen selbst. Dort wollte ich merken lassen können, dass sie ihre britische Subject kanadische Bürgerrechte weiter in Ordnung merken lassen können. Und dann sagt Johann Peuval, darauf haben es hier in Durango kurz auf unsere Bruderschaft beschlossen worden. Diese Sache war da versichert mit Kanada, durch die britische Beamte wohnen in Mexico City in ihre Embajada oder Embassy in Ordnung zu bringen. Und ich habe mit den britischen Vertretern all bereit, sagt Jawohl, dass sie für uns ausfingen wollen, auf oder ob Wort für einen war ich, diese Sache war da in Ordnung gebracht worden kann. Ich habe an auch all uns ganze Register, das meint, alle Durango-Familien ihre Familienregister teugeschickt. Und wenn jeder für junge Menschen, für junge Menschheit in Chihuahua auch Wellen in Ordnung gebracht haben, dann verlangen die britischen Vertreter, dass sie an auch jün ganze Register teugeschicken sollen. Wohl sagt, ich habe ja auch all von Mexico City aus Wort über diese Sache geschrieben. Ich habe aber was von der noch nicht von dir gehört, ob ihr das für junge Menschen auch in Ordnung bringen lassen wollen oder nicht. Ich habe die britischen Vertreter, sagt ihm Jawohl, auch gesagt, sie sollen sich von der mexikanischen Regierung bestätigen lassen, dass sie den Mennoniten in Mexiko weiter die Schulfreiheiten gegeben haben. Ich warte nur darauf, dass sie mich wollen weiten lassen, was die mexikanische Regierung dort zu sagen wird. Dann versprechen haft sie uns dort. Für das Mal brechen wir hier weiter auf. Nächstes Mal vertellen wir noch weiter, Maya, von der Ölkolonie in Nuevo Ideal Durango, Mexiko. Aber nächstes Mal. Ich bin George Rampel.